Ich habe hier den Herrn Sperger, den Wirt vom Hofbräuhaus. Gestern gab es ja eine Terrorwarnung in München und auch das Hofbräuhaus war betroffen. Vielleicht erläutern Sie mal, wie es bei Ihnen war. Ich möchte gerne damit anfangen, dass ich im Namen unserer ganzen Mitarbeiter, den Angehörigen, erst einmal mein herzliches Beileid und eine aufrichtige Anteilnahme aussprich, weil das, was gestern passiert ist, war schon wirklich Ausnahmezustand für ganz München. Aber was ist im Hofbräuhaus passiert? Es sind offensichtlich von außen, also von der Orlandostraße, mehrere Leute, die total verunsichert waren, ins Hofbräuhaus reingerannt, in die Schwemme und haben halt geschrien, irgendwas, was vermuten, dass geschossen wird oder so. Das hat keiner genau kapiert, aber es hat sich natürlich diese Unruhe im Gastraum fortgesetzt und dann ist ein Tisch nach dem anderen aufgestanden und die sind zügig nach hinten raus. Wir haben ein gutes Fluchtwegskonzept, ein gutes Evakuierungskonzept und das hat zum Glück funktioniert. Und die Leute sind hinten raus, es sind mindestens 1500 Leute, die hinten innerhalb ganz kurzer Zeit raus waren. Das heißt, die Fluchtwege haben funktioniert. Es hat einige Leichtverletzte gegeben, Schnittwunden haben wir alles vor Ort versorgen können. Wir haben bei uns im Haus 36 Ersthelfer, die ausgebildete Ersthelfer sind. Das hat sich bewährt und so haben wir die gleich versorgen können. Und es gibt ein Video, wo diese Situation drauf ist und da sieht man, dass vier Leute aus dem Fenster steigen. Also das waren vier Gäste, aber nur zwei sind aus dem Fenster rausgestiegen. Das waren Engländer, die direkt vor dem Fenster gesessen sind. Und die Engländer haben halt eher den direkten Weg rausgenommen. Haben sie gedacht, wir müssen da raus und haben mit dem Maske das Fenster eingehaut und sind da raus. Ist aber auch nichts passiert, außer dass das Fenster kaputt ist. Die Leute haben leichte Schnittverletzungen, aber es ist zum Glück nichts Gröberes passiert. An dem Punkt muss man ja wirklich unsere Mitarbeiter echt großen Dank aussprechen, wie besonnen die waren, wie die das super gehandelt haben, dass nichts passiert ist. Ich bin echt dankbar, dass überhaupt nichts passiert ist. Es gab ja auch im Facebook Reaktionen darauf. Ja, das war eben das Video. Aber da sieht man eigentlich, dass das gut funktioniert hat. Aber insgesamt möchte ich so eine Situation auch nicht wieder gerne erleben. Wir haben ja im Innenhof einen Biergarten und selbst der war voll und die Leute, die da drin waren, sind ganz zügig rausgekommen. Das heißt, selbst da hat das Konzept gut gegriffen. Eigentlich hat sich das echt bewährt, dass wir uns da so vorbereitet haben und Evakuierungsübungen vorher schon gemacht haben. Und heute sind die Gäste gern wieder da? Ja, es war ja so, dass natürlich keiner kassieren hat können in dem ganzen Tohuwabohu, möchte man auch gar nicht. Und heute sind einige schon gekommen und wollten zahlen. Aber wir haben gesagt, nichts, ihr seid eingeladen, aber es ist nett, dass ihr gekommen seid zum Zahlen.